Einen schönen guten Tag. Neben mir sitzt mein Freund Tobias Künzel. Und dieser Mann heißt Sebastian Krumbiegel. Und wir beide haben das große Glück, bei den Prinzen singen zu dürfen. Und wir malen jetzt für euch, wie wir finden, dass unsere Musik aussieht. Küssen verboten, küssen verboten, küssen verboten, streng verboten. Wenn du dich gemalt hast, würde ich mich mal malen. Ja, das bin ich ja nicht. Das bist du schon. Also, ja, würde ich gerade sein wahrscheinlich. Dann male ich mich mal auf ja. Dein T-Shirt, weil ja, du ein Fan von mir bist. Ich habe ein T-Shirt an von dir. Du trägst mich auf deinem Herzen. Annette. Annette ist natürlich Annette wirklich. Muss ich noch malen. Annette Humpel. Wunderschön, hat nämlich blaue Augen. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. Wir haben in Altona die ersten Platten aufgenommen und Annette hat sich damals immer so ein bisschen auch einen Scherz draus gemacht, ihre Freunde und Bekannte ins Studio einzuladen und uns so ein bisschen vorzuführen. Guck mal hier, die Ossis, die können singen und die sind gar nicht so doof. Und dann kam eines Tages unser großer Held Udo Lindenberg ins Studio geschwebt und wir haben Chor bei ihm gesungen auf einem seiner Lieder. Und dann hat er uns, wie gesagt, sein Hamburg gezeigt. Und das ist ein Hamburg, das du in keinem Reiseführer findest. Sie hat Hände mit Fingern dran, mit denen sie gut fährt. Wir waren gerade eingeladen bei Crow, bei einem Hip-Hopper mit der Panda-Maske. Und der hat uns zu seinem MTV Unplugged-Konzert gebeten und hat gesagt, ihr würdet mir einen Kindheitstraum erfüllen, wenn ihr das machen würdet. Er hat zu uns gesagt, mein erstes Konzert war mit 8 Jahren und das waren die Prinzen. Und ohne euch hätte ich vielleicht niemals angefangen, Musik zu machen. Und das ist schon eine Sache, wo man dann einfach denkt, hey, Udo vor 25 Jahren zu uns, jetzt wieder zu Leuten wie Crow oder wie Hafti war auch dabei, Haftbefehl. Die haben einfach total guten Geschmack, die Leute. Das merken wir ja immer wieder bei Konzerten, wenn wir Konzerte geben, dass da wirklich, das ist ja irgendwie keine direkte, keine direkte Spezies, keine direkte soziale oder wie auch immer geartete Schicht, sondern es sind wirklich irgendwie die Leute, die ein gewisses Humorverständnis. Die haben alle das gleiche Humorzentrum. Ich glaube, dass Musik ein wunderbares Transportmittel für all das ist, was wir mögen und dass man auch, dass in dem Wort Unterhaltung auch das Wort Haltung steckt. Und ich glaube, wir sind in erster Linie Entertainer, wir sind in erster Linie Unterhalter und in zweiter Linie, glaube ich, selbst wenn ich einen anderen Beruf machen würde, ich würde immer versuchen, mit einer Haltung durchs Leben zu gehen. Und ganz selbstverständlich, wir haben ja auch nicht irgendwie eine Rolle Klopapier, weil wir regelmäßig auf die Toilette müssen mit drauf gemalt, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, die Menschheit sollte sich freuen, dass wir Musik machen und nicht Malerei betreiben. Es soll bitte kein Fishing for Compliments sein, weil es ist zwar große Kunst, aber das wird man erst in vielen, vielen Generationen erkennen. Wird das wieder ein Beginn sein? Totgesagte Leben.